Hallo meine Freunde hier auf Plakus, mein Name ist René, auch bekannt unter dem Namen Reason HD. Das Ganze sage ich jetzt schon fast zum vierten verfickten Mal. Aber es ist egal. Wir sitzen immer noch im Auto und wir haben schon über viel geredet. Reden wir jetzt aber mal über den Sporttest. Der Sporttest von den meisten Menschen her gefürchtet wie eh und je. Ich schaffe das nicht, ich bin nicht sportlich genug. Aber nein, ihr braucht keine Angst haben vor diesem Sporttest. Der Sporttest. Naja, was soll man dazu sagen? Erstmal vorweg zwei Sachen, die ich euch bitte mit auf den Weg geben möchte. Erstens, gebt niemals auf und gebt euer Bestes. Ja? Weil diese Sportteste werden in einer Note wieder gespiegelt. Und diese hilft euch auf jeden Fall später beim Einplaner, um eine bessere Laufbahn zu bekommen. Gebt beim Sporttest alles, was ihr habt. Und wenn ihr danach kotzen geht, ist mir scheißegal. Ja? Gebt alles, merkt euch das. Was ist eigentlich der Sporttest? Was muss man da machen? Bei mir war es nämlich so, ich musste mindestens 5 Sekunden lang an einem Reck hängen, ja, mit dem Kinn da drüber. 5 Sekunden, easy. Easy, das ist easy, das schafft jeder. Das schaffen auch Frauen. Ja, und ich möchte Frauen nicht verachten. Ganz im Gegenteil, was ich manchmal für Leistungen von den Frauen im Sporttest gesehen habe, Hut ab, es waren besser als meine. Es ist natürlich so, dass gerade leichtere Personen deutlich bessere Ergebnisse erzielen, wie jetzt jemand wie ich, ja, der mit 100 Kilo da an so einer scheiß Stange hängt und sich da 5 Sekunden halten muss. Im Endeffekt habe ich 28 Sekunden geschafft. Das war ungefähr eine 2,7 in der Bewertung. Also ganz in Ordnung. Ich habe mit weniger gerechnet, war sehr überrascht, dass ich doch so lange geschafft habe. Dann ist es der Pendellauf, ja. Der Pendellauf sind 11 mal 10 Meter, wo ihr halt liegend von einer Matte startet, hochspringen müsst, zur Pylone sprinten müsst, umdrehen, euch wieder hinlegen, auf den Rücken klatschen und dann wieder. Und das Ganze dann halt 11 Mal und das in einer Zeit von... Oh, scheiße. Ich habe absolut jetzt gerade nicht im Kopf, was die maximale Zeit ist. Ich glaube maximal 60 Sekunden. Entschuldigung, maximal 60 Sekunden. Hört sich schlimm an, ist es nicht. Ich habe nämlich genau 43 Sekunden gebraucht und das war eine 1,77, was sehr gut ist. Gerade, ja gut, Fußball hat mir dafür sehr gebracht. Also ich habe eine 1,77 in der Bewertung bekommen, was eigentlich schon mega nice ist. Und dann gibt es als letzte Übung noch 3000 Meter mit so einem Fahrradfahren, mit so einem Ergometer, wo du halt deine eigene Geschwindigkeit bzw. Widerstand einstellen kannst. Und halt umso größer der Widerstand ist, umso mehr Meter legst du voran. Ja? Und das ist halt so wirklich das, was am richtigen, also das fickt richtig, also das fickt dich richtig, weil du halt hast erst Kraft in den Arm, brauchst du beim Fahrradfahren nicht, ne? Aber du hast den Sprint und du hast dann erstmal schon mal richtig dich ausgetobt, also richtig dich ausgepowert und da musst du noch 3 Kilometer Fahrrad fahren, das sind genau 3000 Meter gewesen und das in einer maximalen Zeit von 6 Minuten 30. Es ist schaffbar und es ist easy, ja, das schafft auch jeder von euch, ich glaube da an euch. Ich habe eine Zeit geschafft von 3 Minuten 23. Ich glaube, das war eine 2,5 oder sowas. Macht bloß nicht den Fehler. Ich gebe immer kleine Tipps am Rande von mir mit. Macht nicht den Fehler und übertreibt am Anfang. Ja? Fangt easy an, arbeitet euch hoch und gebt auf den letzten Metern Vollgas und schraubt das Ding hoch und dann packt ihr das. Ja? Es gab mega viele, wo ich gesehen habe, dass die dabei gekotzt haben oder sowas. Und das durften die natürlich auch nochmal wiederholen. Gar kein Problem. Man darf immer, glaube ich, zweimal wiederholen. Und ja, das war so eigentlich der Sporttest. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es zum wichtigsten Test geht und das ist der psychologische Test. Bis gleich.